Okay. So, nachdem ich jetzt so viel gemeckert habe, meckern wir halt nicht mehr so viel. So, hier ist wieder so ein Kreuz. Ich sehe noch eins. Beziehungsweise hier ist eins. Weiß halt nur nicht. Aber warum das so grün wird und ob oder was man da machen kann. Ah. Okay. Nee. Nee, okay. Dann doch nicht. Eine Schriftrolle. Die Tinte ist weitgehend verblasst. Es ist schwierig, noch etwas zu entziffern. Wild, abscheulich, Verrat. Außerdem ist das kein Pergament. Dafür ist es zu dick. Es könnte Tierhaut sein. Oder vielleicht Menschenhaut? Wer weiß? Da ist das nächste Kreuz. Ja, irgendwie dachte ich jetzt, als ich so durchgeguckt habe und das grün war und dann grün leuchtet, dass das dann vielleicht damit auf das nächste Kreuz zeigt, aber irgendwie nicht. So, ich habe da noch ein bisschen den Bogen gelevelt, beziehungsweise den anderen wieder ausgerüstet, weil der irgendwie mehr Schaden macht. Achso. Kann ich die... Ach nee, falsches Spiel. Ach doch, geht. Ja, die Pistole habe ich geupgradet. Seltene Tierhaut. Ah, bestimmt auch so eine hochwertige Waffen herstellen. Okay. Brauche ich da nicht ein Rezept für? Ah, ich weiß nicht, bei dem hier hätte ich ja jetzt nichts mehr rausgeholt. Ist hier was? Ist man. Ich glaube, hier gab es was, oder? Oh, hier, Gold. Genauso schürft man nämlich Erz. Ah, hier war was. Hier, da. So, sieht aus, als wäre hier was. Denkst du? Moment, das kann man drücken. Kann man drücken? Ja, ich weiß jetzt halt nur nicht tatsächlich, wie uns diese Dinger hierher geführt hätten, indem man durchguckt. Weil durchs Durchgucken habe ich halt nichts gesehen. Isabella, finde ich. Und sie hat das nur gefunden, weil sie so ein Spitzenarchäologe ist. Das hätte niemand anders sonst gefunden. Ich meine, gut, da waren ein paar, weiß nicht, Wölfe, Füchse, Fuchswölfe, fuchsige Wölfe. Aber da drüber springen hätte ja jeder mal geschafft. Oder halt irgendwas drüberlegen, Planke oder so. Und hier mal drauf drücken, das hätte ich einfach so mal gemacht, glaube ich. Hallo? Schon bei meiner ersten Begegnung mit Ángel de la Cruz wusste ich, dass er ein bedeutender Mann ist. Seine Worte ließen mein Herz höher schlagen. Es bebte noch Tage nach seiner ersten Predigt. An diesem Abend sprach Gott zu mir und trug mir auf, mich als der Auserwählte zu erweisen. Am nächsten Morgen brach ich auf, um mich zu beweisen. Hm. Ich meine, ist jetzt nicht großartig versteckt oder so. Oder mit einem krassen Rätsel verbunden, das, um hier reinzukommen. Also, ich meine, die Isabella hat es ja gefunden und... Also, wahrscheinlich. Aber ist halt verschwunden. Aber ich meine, das wird doch immer entdeckt haben. Oder nicht? Oder wieder was? Sogar eine Leiter. Ach so. Hm. Nicht? Hm.
Jetzt ein bisschen doof, dass man die Taschenlampe nicht selber anmachen kann, auch in anderen Spielen. Isabella! Bist du hier drin? Weil einfach manchmal ein bisschen Isabella! Dunkel ist, jetzt schrei ja nicht so. Sei Dank. Da bist du ja. Ja. Wer bist du? Guillermo hat mich geschickt. Er macht sich Sorgen um dich. Der arme Guillermo. Wahrscheinlich bringen ihn seine Schuldgefühle um. Wir hatten wohl beide recht. Es gab eine versteckte Krypta und ich hatte eine idealisierte Vorstellung davon. Wie hast du dich denn verletzt? Ich hing an einem Seil, als das Beben kam. Ich wurde gegen die Wand geschleudert, das Seil riss und ich bin auf dem Wasser aufgeschlagen. Hab mir wohl den Knöchel gebrochen. Ich muss Hilfe holen, um dich zu befreien. Dazu brauche ich ein paar Leute. Was ist daran lustig? Kann einer dieser Leute Sarah sein? Ich würde zu gern ihr Gesicht sehen, wenn sie zugeben muss, dass eine von Manus fantastischen Geschichten wahr ist. Ich werde es Guillermo vorschlagen. Auf dem Weg, auf dem ich gekommen bin, komme ich nicht raus. Ich muss also einen anderen Ausgang finden. Ich bin gleich wieder da. Und ich bleibe hier. Ja, wäre auch besser für dich. Ich find's halt immer noch komisch. Neue Ausrüstung erhalten. Bevorzugt Kleinmann kann einer wohlhabenden Jägerin. Wer soll das so schnell lesen können? Leute. Ich meine, das hätte man durchaus mal finden können. Also, das hätten sogar. Naja, ich weiß nicht, ob Kinder da jetzt so drüber gesprungen. Aber wie gesagt, also Kinder hätten das bestimmt finden können, wenn sie da einfach ein Brett drüber legen. Und dann da mal hingehen. Wobei, die wären vielleicht dann von diesen Wolfsviechern da gefressen worden, aber muss nicht sein. Möge Huascars Wissen um die beiden jenseitigen Welten ausreichen, um uns zu führen, wenn wir eine von ihnen betreten. Okay. Das ist eine Gedenkstätte. So, jetzt muss ich mal. Gab's hier nicht mal. Noch mehr Karte? Ich geh erst mal hier hin. Vergessen. Um mich auf die große Prüfung vorzubereiten, habe ich angefangen, die Gräber und Krypten nahe der Mission zu erkunden. Sie sind voller Herausforderungen und Gefahren, aber ich wachse daran. Meine Reflexe werden besser, ich werde stärker und wage sogar zu behaupten, mein Sehvermögen im Dunkeln verbessert sich. Ich weiß, auch andere versuchen, Bruder de la Cruz ihren Wert zu beweisen, aber sie werden mich nicht übertreffen. Ich weiß nicht, ich finde das immer noch komisch, dass die Leute Tagebuch schreiben, während sie halt irgendwas machen und nicht gemacht haben. Also vielleicht haben sie es gerade gemacht und schreiben dann. Und dann lassen sie das einfach so liegen. Ich meine, macht man das so mit Tagebüchern? Ich war nicht würdig. Vergebt mir meine Anmaßung. Gut, sowas. Und er ist halt gestorben, ja. Ich meine, wo will das halt auch hin? Tagebuch. Du das? Ja, ich war's. Keine Sorge.
Ich bin von meinen Vorbereitungen zurückgekehrt, aber Bruder de la Cruz ist verschwunden. Die Schwestern aus der Mission wissen nicht, wohin er gegangen ist, doch das spielt keine Rolle. Ich werde auf seine Rückkehr warten. Mein Herz ist rein und mein Kopf ist klar. Ich bin bereit für die Prüfung und werde ihm beweisen, dass ich der Auserwählte bin. Das muss der richtige Weg sein. Die Luft wird frischer. Hör auf damit. Ich habe die Nacht in einer Krypta verbracht. Das ist aber schuld. Kannst du erst mal noch ein paar Minuten warten. Wo müssen wir jetzt hier lang? Doch, hier. Also, naja, gut, Karte kam. Ich dachte, es gäbe hier eine Karte, eine richtige. Ich spring mal hier rüber. Was gibt's denn hier? Ach, guck mal. Eine verzierte Schusswaffe. Eine Ratschlosspistole. Sie ging nie in die Massenproduktion und war im Heiligen Römischen Reich verboten. Außerdem sind ihre Verzierungen für einen Missionar viel zu protzig. Zu einem Egomanen wie Lopez könnte sie allerdings passen. Aber ich kann ja auch noch ranzoomen, Mensch. Der Lauf ist leicht beschädigt. Ansonsten ist die Waffe aber in einem guten Zustand. Okay. Aber ich dachte, Lopez war dann der, dieser Auserwählte, der sich für den Auserwählten hielt. Das wundert mich jetzt, dass ich sage, die würde nicht zu dem, zu einem Missionar irgendwas passen, aber zu dem Lopez. Ach so, na gut, wenn der halt von sich dann so eingenommen war und dachte, ja, Mensch, ich bin der Auserwählte. Ein krasser Typ. Habe ich mir ja ein klein bisschen erschreckt. Isabella, ich sehe Tageslicht. Jetzt bist du gleich hier raus. Du bist unglaublich. Vielen Dank. Oh, ich bin halt die krasse Lara, ne? Also sie, nicht ich. Aber ich spiele die krasse Lara. Ist halt die Frage, wie sie, also wie die anderen, die Isabella jetzt da rausholen wollen. Achso, da ging es nicht mehr weit. Deswegen muss man hier lang. Alles klar. Bitte. Nee, achso, wir sind hier dran gesprungen und dann. Okay, jetzt habe ich es kapiert. Die ist halt auch so krass, ne? Die nimmt gleich zwei Sprossen von dieser Treppe. Oder, ja, Treppenleiter-Ding. Die denkt sich, nö, ist mir alles viel zu easy. Ich bin Lara Croft. Ich meine, das ist schon eigentlich ein starker Sprung hier. Da würde ich jetzt, also ich würde da jetzt nicht einfach so drüber springen. Da hätte ich ja schon ein bisschen Schiss. Aber halt ein paar Bretter oder eine Tür oder irgendwas drüber oder eine Leiter. Noch eine kleine Mutprobe, so für die Kumpels. Und dann hätte man das locker flockig da mal entdecken können. Wo geht's denn hier eigentlich lang? Geht's hier irgendwo lang? Steht einer. Hast du gesehen? Nee. Das war ein Kondor. Wunderbare Vögel. Ah. Ich muss ihn verpasst haben. Einige Leute hier denken, sie sind ein gutes Omen. Dabei sind sie nur Vögel. Die Leute glauben gern, dass gute Dinge geschehen. Und das ist gut so, solange sie nicht ihre ganze Hoffnung darauf setzen. Ah ja. Ein Kondor, was soll ich jetzt damit machen? Soll ich den jagen oder was? Wäre natürlich dann wieder, wenn das ein gutes Omen für die Leute ist und ich jag das Vieh erstmal.
Ja, das Stück hätte es sauer geschafft. So, und hier kommen wir runter. Oh, naja. Also mit Inga Strickarbeiten wird sie das Kruzifix. Irgendjemand fand diese Darstellung des Todes Christi offenbar ein wenig zu schmucklos. Es ist verblüffend, wie sich der Glaube grundverschiedener Kulturen im Laufe der Zeit miteinander verflechten kann. Den Stammer jetzt wird eigentlich hierhin, aber. Oh. Hallo. Manchmal, ne? Ja. War ich hier schon mal? Mit den Vögeln. Mit dem Seil schießen, zielen. Ziehen. Cool. Dieses in Leder gebundene Gebetsbuch scheint aus dem späten 16. Jahrhundert zu stammen. Es ist bemerkenswert gut erhalten. Da war ja bis jetzt auch keiner da drinnen, bis wir es kaputt gemacht haben. Wobei, ich meine, das sieht halt so aus, als ob es ja recht feucht warm ist. Und ist da für ein Buch nicht so geil. Die Viecher. Wo geht denn das hier lang? Mensch, hier... Achso, so ein Viech. Na gut. Ich bin hier auch noch hoch. Hä? Was mache ich mit dem jetzt? Ich würde ja fast sagen, der muss irgendwie nach oben, aber... Ich meine, der bewegt sich halt nicht, ne? Oh, was ich ja umhusten muss seit neuestem, ist ja furchtbar. Ist halt auch irgendein Regetier. Aber eigentlich müssen wir hier ja gar nicht hin, müssen wir nicht sein. Ich wollte ja eigentlich wieder hier zurück. Beziehungsweise hier irgendwo zu dem Typen da, dass er seine Freundin da retten kann. Hey, was ist denn hier los? Okay. Tja, schade. Ich hätte mich mal interessiert, was dann hier noch so passiert wäre. Nee, da können wir ja eigentlich gar nichts dran machen. Hey, wofür ist denn das dann? Ich halt. Ah, das dachte ich irgendwie ein bisschen weg, aber. Er ist ja wieder zurückgerannt, der Huhn.
Ja, ich weiß auch nicht, ob mir das was bringt, wenn ich jetzt die Viecher hier wegmache. Giftbeere. Ah ja, okay. Für die alte Giftpfeile. Irgendwie klappt das nicht. Als Jäger. Ja, weiß ich nicht. Habe ich jetzt keine große Lust da noch zu gucken. Wir wollen ja hier weiterkommen. Halt, stopp. Was liegt hier? Achso. So, wo kommen wir denn hier raus eigentlich? Ah. Hast du das gehört? Ich höre nichts. Genau. Er muss hier sein. Er? Der Kaiserin-Jaguar. Sobald er kommt, verstummen alle anderen Tiere. Wir machen ihn besser nicht auf uns aufmerksam, ja? Richtig. Sollten wir dann nicht auch leise sein? Ach so, na gut. Dann ist das ein spezielles Tier, was wir jagen müssen. Dann machen wir das in der nächsten Folge dann. Bis dann. Tschüss.